Es ist wie ein guter Film, ohne Happy End. Nur nicht so schlimm, es liegt alles in deinen Händen. Lass zu, wenn ich zu sagen habe, und dreh dich nicht um. Such dir keine Ausrede zu deiner Verteidigung. Du bist überzeugt davon, dass es dir gut tut. Du meinst, deine Kumpel sagen, es wäre gut, gut. Richtige Freunde würden nicht mit solchen Augen sehen. Diese würden sich ja voll und ganz hinter dir stehen. Hey, komm doch zu uns, wir rauchen noch eins. Lehrer vor der Schule, verzähl ich nur Scheiß. Ich hab kein Bock, sag, aber das Gewisse sagt mir denn. Hey, lass es doch sein, was interessiert sie dich? Aber wenn ich nicht mitmach, dann bin ich von gestern. Dann hagelt's von viel, Gelächter und Gelächter. Dann nehm ich halt ein und suche mal dran. Und so fang die ganze Geschichte mit dem Rauchen an. Ich stand auf am Morgen, sag danke für den Tag. Ich nehme gleich zieh, aber nur die, die ich mach. Danach mach ich mich parat, zu mit Schule, wo mich blockt. Und Ziege sind halt etwas, um mich dort ein Gott. Früher bin ich immer der Beste im Sport gsi, aber eine Zeit, das sind schon lang vorbei. Denn wenn's drum geht, dann Kilometer zu rennen, fangt's im inneren Brust voll heftig an brennen. Du bist überzeugt davon, dass es dir gut tut. Du meinst, deine Kumpel sagen, es wäre gut, gut. Richtige Freunde würden nicht mit solchen Augen sehen. Diese würden sicher voll und ganz hinter dir stehen. Meine Freundin hat schon gemerkt, dass ich süchtig war, aber danach ist sie schnell weg. Vom Fenster gsi. Für meinen Verstand war auch eine Pflicht. Da ist echt schlimm, Mann, drum erzähl ich die Geschichte. Dann wäre ich allein, niemand ist zu mir gestanden. Aber trotz dem Rauchen ist mir gleich nicht vergangen. Es hat mich halt abgelenkt und so war ich zufrieden. Aber die Freundin und Kollegen, es ist übertrieben. Ich stand jetzt allein da, was soll ich noch machen? Ich habe in meinem Leben echt nichts mehr zum Lachen. Jetzt muss ich was machen, doch ich brauche Unterstützung, weil allein kann ich es sicher nicht schaffen. Ich hab's jetzt eingesehen, Rauchen ist ein Scheiß. Und mit Eltern und Kollegen hast du nur noch Mais. Oder wirst von der Polizei kontrolliert. Und so ist es manchmal auch schon eskaliert. Du bist überzeugt davon, dass es dir gut tut. Du meinst, deine Kumpel sagen, es wäre gut, gut. Richtige Freunde würden nicht mit solchen Augen sehen. Diese würden sicher voll und ganz hinter dir stehen. Ich hab aufgehört rauchen, aber es war schwer. Doch ich bin wieder zurück. Und so stark wie ein Bär, jetzt hab ich wieder Kollegen. Und das macht mich froh. Meine Freundin kommt auch zurück aus dem Nirgendwo. Ich hab alles wieder zurückgekriegt, aber nur mit Fleiss. Und jetzt weiss ich auch genau, auf was ich schieß. Sowieso Ziegis, die kosten viel Kies. Und sie haben eben auch noch einen anderen Preis. Denn alle Umi, die waren verschwunden. Und es war schon fertig mit Kollegenrunden. Doch das muss mich sicherlich nicht verwundern. Drum verbeiht jetzt nicht überall die Freude Kunden. Ziegis hat mein Leben echt schwer gemacht. Aber jetzt gebe ich wieder auf meinen Körper acht. Denn ich hab ganz allein das Aufhören geschafft. Aber du kannst es auch, und das liegt in der Kraft. Du bist überzeugt.